Entschuldigung. Ist dafür gesorgt, dass seine Majestät nicht gestört wird? Seine Majestät haben nichts gesagt. Dann hört das von mir. Seine Majestät wünscht jetzt nicht gestört zu werden. Jawohl, Herr Gnädig. Seine Majestät wünscht, nicht gestört zu werden. Die Gräfin. Die Gräfin. Die Gräfin? Was sagst du? Der Kaiser ist allein mit dir. Ganz allein. Ganz allein? Da schau her, in der Gruft? Jui. Der Nächste. Der Bericht der Sittenkommission. Oh. Sehr brav gearbeitet, meine Herren. Stell nur ab, Nandl. Was willst du noch? Ich möchte was sagen. Aber die Majestät ist ja nicht allein. Na, red schon, so ein furchtbares Geheimnis wird es doch nicht sein. Kaiser? Na? Der Kaiser und die Gräfin dauern sich. Danke, meine Herren. Bis morgen. Häufenbach, Sie bleiben. Na? Was ist mit dem Kaiser und der Gräfin? Ganz allein ist er mit ihr. Na und? Und? Seine Majestät will dabei nicht gestört werden. Ach, das schon her. Nicht der Majestät, das habe ich auch gesagt. Geh. Und draußen halt einen Schnabel. Und einen Wein hat sich seine Majestät auch bringen lassen. Einen Wein? Was sagen Sie dazu, Teufelbach? Seine Majestät trinken des Öfteren Wein. Ja, mit Ihnen, aber nicht mit einer schönen Frau. Und die Gräfin ist hübsch. Ja, dafür ist der Wein sauer. Ein saurer alter Rotwein, auf den Majestät große Stücke hält. Das Leben des Landmannes ist einfach, aber es fehlt nicht der Reize. Das Blut ist derb, aber es schmeckt nach seinem eigenen Feld. Und der rote Wein, so einfach er ist, schmeckt kräftig und würzig nach seinem eigenen Weingarten. Und der rote Wein schmeckt kräftig und würzig? Ja, das weiß ich jetzt schon. Weiter bitte. Der Wein schmeckt nach seinem eigenen Weingarten und die derbe Leinwand seine Wetten bringt. Entzückend. Wirklich entzückend. Die derbe Leinwand seine Wetten... Gräfin, Sie verlieren sich. Verzeihung, Majestät, ich dachte nur... Bedenken Sie es lieber nicht, Gräfin. Überlassen Sie das ruhig Rousseau. Weiter? Was? Nur zum Vorlesen hat er Sie beschwert? Ja, nur dazu, Majestät. Der Kaiser klagt über Augenschmerzen. Ich schlug Ihnen eine Vorleserin mit besonders angenehmer Stimme vor. Hoffentlich auch den passenden Lesestoff. Leider nein. Majestät bestand auf seinem alten Rousseau. Ein hoffnungsloser Fall. Meine Karten scheinen es auch. Dick. Auch das noch. Ich fürchte, seine erste Ehe war schon kinderlos, wenn das so weitergeht. Ja, scheint so, Majestät. Sind wir beide denn schon so alt, Teufelbach, dass wir alles verkehrt machen? Ich führe für ihn schon seine Regierungsgeschäfte. Ich kann mich doch nicht auch noch darum kümmern, dass er das richtige Frauenzimmer ins Bett bekommt. Sagten Sie was, Teufelbach? Nein, Majestät, ich bin ganz Ohr. Ach was, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Der Kaiser muss wieder Geschmack bekommen am Heiraten. Bedienen Sie mal. Oh, verzeihung. Ich dachte, der Bube sticht. Eben nicht. Wie wär's mit der Prinzessin Caroline von Sachsen? Sie ist jung. Das ist auch das Einzige, was sie ist. Ich habe neue Bilder aus Dresden. Hoffentlich hat sich der Maler Mühe gegeben. Die Bilder sind ganz hübsch. Leider nur die Bilder, Mädchen. Das wird man ja bald sehen. Wieso? Ich habe die Prinzessin heimlich eingeladen.
Ja, da müsste man den Kaiser aber doch höchst vorsichtig auf die Ankunft der Prinzessin vorbereiten. Das könnte sonst sehr gefährlich werden. Ganz recht, Teufenbach, sehr gefährlich. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Mission. Danke, Majestät. Wieso? Ich soll dem Kaiser... Wer denn sonst? Gleich morgen früh. Jawohl. Halt, erst zahlen. Ach, Verzeihung. Was hat die Gräfin da für ein Gesicht gemacht, wie sie rausgekommen ist in der Früh? Hat sie gestrahlt? Erstens einmal war es nicht in der Früh, sondern noch gestern Abend. Und kaum das richtig drin war... War es schon wieder draußen. Und der Gesicht hat es gemacht wie ein Katz, wenn es donnert. War ein Josef. Und der Kaiser? Das nächste Mal schicken Sie mir ein Vorleser, Teufenbach. So bald kommt mir nicht wieder eine Frau in meine Bibliothek. Aber Majestät, man muss doch nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgießen. Ich hoffe, die kalte Dusche für die Gräfin hat genügt. Der Horizont der Gräfin ist eben zu klein für Eure Majestät. Majestät braucht eine ganz andere Ansprache. Eine gleichgestimmte Seele. Eine gleichgestellte Persönlichkeit von allerhöchstem Rang. Mit einem Wort, ich soll die Prinzessin Caroline heiraten. Eure Majestät wissen. Kenn doch meine Mutter. Die gibt nicht nach. Und wie Sie vorhin so hoffnungsfrei angerückt sind. Wenn ich das geahnt hätte. Ich habe schon einmal wegen der Politik eine Frau geheiratet. Und es ist nichts Gescheites dabei herausgekommen. Weder für die Dynastie noch für mich. Jetzt will ich mal Ruhe. Aber Majestät. Da schauen Sie her. Die erste Ausgabe von Till Eulenspiegel. Gedruckt 1515 bei Greninger in Straßburg. Ist das nicht viel interessanter als alle Frauen? Ja, ist sehr interessant, Majestät. Jetzt kommen Sie auch noch, Kleber. Jawohl, Majestät, dringend. Vorschlag für die Ernennung des neuen Gouverneurs von Siebenbürgen. Mein Gott, haben's die Leute eilig, wenn es um eine neue Stellung geht. Der Mann ist doch gerade erst gestorben. Wenn aber die Kaiserin, die Prinzessin Caroline, schon nach Wien eingeladen hat, dann müssen Majestät sie doch anschauen. Aber das ist ja ein Komplott. Ich fürchte fast, Majestät. Und wenn ich raten darf, das Beste wäre, sich dreinzuschicken. Na, das möchte ich sehen. Bitte um Verzeihung, Majestät. Wenn schon vorlaut sind, Kleber, sagen Sie wenigstens, was Sie in so einem Fall machen würden. Auf und davonfahren, Majestät. Nach Frankreich oder in die Türkei. So weit weg als möglich. Dafür muss man doch einen Grund haben. Ich habe in einem solchen Fall immer einen Verwandten sterben lassen. Man muss doch dann hin, um die Erbschaft zu regeln. Meine Verwandtschaft ist zu bekannt in der Welt, Kleber. Es muss nicht unbedingt ein Verwandter sein. Wie wär's zum Beispiel mit dem Gouverneur von Siebenbürgen? Wir sind frivol, Kleber. Der ist ja wirklich gestorben. Wenn ich etwas sagen darf, Majestät, der Einfall ist nicht schlecht. Das sagen Sie. Ein Ausweg, der uns allen einen Konflikt erspart, kann doch nur willkommen sein. Die Reise ist höchst begreiflich. Majestät suchen einen neuen Gouverneur. Sie wollen selbst die Stimmung des Volkes prüfen. Sie wollen hören, was man von dem Mann erwartet. Und inzwischen ist die Prinzessin abgereist. Meinen Sie wirklich? Aber Majestät haben doch gar keine andere Wahl. Entweder die Prinzessin Caroline oder... Nein, dann schon lieber Siebenbürgen. Dann schon lieber Siebenbürgen. Gefährt seine Majestät in dem Wagen und nichts passiert. Und kaum sind sich drin, bricht er zusammen. Also los, Radwechsel, in einer Stunde muss alles fertig sein. In einer Stunde? Das dauert mindestens einen Tag. Ach, du bist ja verrückt. Nein, verrückt ist er nicht, Herr Rittmeister. Er ist nur ein bisschen deppert. Wo sind wir denn hier eigentlich? Diese Ortschaft heißt hier St. Benedikt. Nette Gegend, was?
Also schaut zu, wie ihr fertig werdet. Wir müssen noch heute Nacht nach Bettland für den Kaiserquartier machen. Wenn die Straßen hier überall so schlecht sind, ist vielleicht doch dem Kaiser ein Rad gebrochen. Ich werde mich jedenfalls sofort um ein neues Rad umsehen, Herr Rittmeister. Kommt Zeit, kommt vielleicht ein Rad. Na, diesen gottverlassenen Nest. Was ist denn hier los? Genauso wie bei uns zu Ostern, wenn die Damen mit Weihwasser besprengt werden. Na, unsere Mädel möchten sich dafür bedanken. Hallo! Du da! Wem gehört denn der Hof? Der Frau Baronin. Einer Frau? Witwe, bitteschön. Auch das noch. Frau Baronin von Alwin. Siehst du denn aus? Nass. Was sehe ich? Ich wollte mich eben umziehen. Dann aber schnell. Ja. Und vergiss nicht die Ostereier. Und dass ihr mir hübsch artig seid, wenn die Frau Baronin kommt. Nicht lärmen, nicht wild auf sie einstürmen, sondern sittsam und bescheiden geht ihr einzeln auf sie zu. Verstanden? Ja. Aber Kinder, jetzt... Frau, ich nehme mir untertänigst die Freiheit, eurer Gnaden frohe Ostern zu wünschen und zugleich den Dank für die Güte, für die Gnade, die euer Gnaden, für die... Nein! Danke, ich weiß schon, wie gut Sie es meinen. Dafür kriegen Sie auch das erste Osterei. Bitte. 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 Ja, so. Um Himmels Willen! Was hast du denn Ich sag, ich sei ja zu feurig.
Hast wirklich reizend getanzt, Kleine. Geht Sie das an? No. Ich werde doch noch ein Kompliment machen dürfen. Was fällt Ihnen ein, Sie Frechdachs? Mit solchen Sitten können Sie vielleicht in der Stadt was werden, aber nicht bei uns. Richtig, bei euch herrschen ja ganz andere Sitten. Fröhliche Ostern! Oh, Sie Lüge! Sie kriegst auf die unverschämte Pflegekittel! Aber was willst du denn? Ich trockne dich ja schön ab. Machen Sie die sofort los, sofort! Wenn du willst, kaufe ich dir sogar ein neues Kleid. Oh, fetziger Mann, der Kerl! Du darfst es dir selbst aussuchen und ich will nichts dafür haben. Nur, dass ich es dir selbst anziehen darf. Ich krass Ihnen die Augen aus! Oh, da wäre aber schade drum. Meine Augen haben noch nie so etwas Entzückendes gesehen. Euer Gnaden sind ja nass bis auf die Haut. Euer Gnaden müssen sofort ins Haus sich umziehen. Euer Gnaden? Was bin ich für ein Esel? Gut, dass Sie das wenigstens einsehen. Ich bin verzweifelt, Baronin. Wie kommen Sie überhaupt hier herein? Ein Rad meines Wagens. Das habe ich gleich gemerkt, dass Ihnen ein Rad fehlt. Stellen Sie sich überall auf diese Art vor? Haben Sie Mitleid mit einem Verunglückten? Mein Haus hat sich noch keinem Fremden verschlossen. Sie sind in Siebenbürgen. Vergessen. Josef von Kleber. Sehr erfreut. Ich werde Auftrag geben, dass man Ihren Leuten hilft. Wirklich reizend. Damit sie so bald als möglich weiterreisen können. Langsam, langsam. Das ist kein gewöhnliches Gepäck. Das ist ein kaiserliches Gepäck. Ein kaiserliches Gepäck? Glaubt es vielleicht nicht? Da schau her. Der kaiserliche Adler. Der kaiserliche Adler. Der kaiserliche Adler. Dann bist du da. Dann sind Sie vielleicht gar... Ein kaiserlicher Kutscher? Ich war ein Lohnkutscher. Mich hat man nur angestellt, weil ich die Gegend hier kenne. Aber der andere, der Kleine, der Anton heißt, ist das am Ende gar ein kaiserlicher Anton? Kann schon sein, dass es der kaiserliche Anton ist. Der fremde Offizier da drin, ist das vielleicht gar der... Oh. Danke. Euer Gnaden, der fremde Offizier sagt, er hat Durst. Soll man ihm was zu trinken geben? Doch, bring ihm einen Krug Wasser. Wasser? Ja, sag ihm nur, das wäre hier der Brauch. Zur Begrüßung Wasser. Euer Gnaden, der fremde Offizier... Lassen Sie mich endlich mit diesem Grobian in Ruhe. Aber Euer Gnaden, der Grobian ist doch der Kaiser. Sie sind verrückt. Nicht verrückt, nur erschrocken, auf dem Tod erschrocken. Ein Kaiser kommt doch nicht ohne Begleitung. Josef macht das immer so, er reist doch inkognito. Er will nämlich überall die Wahrheit hören. Die Wahrheit? Und ich habe Lümmel zu ihm gesagt. Nur Wasser? Majestät. Haben Sie etwas verloren? Majestät. Was fällt Ihnen denn ein? Ich weiß, Majestät wollen nicht erkannt. Was fällt Ihnen denn ein? Ich weiß, Majestät wollen nicht erkannt werden. Liebe Baronin. Majestät, ich werde Ihr Inkognito bestimmt nicht verraten. Haben Sie doch Vertrauen zu mir. Bitte. Und wenn ich Vertrauen habe? Ihr Besuch ist eine große Ehre für mein Haus. Alles, was man Ihnen hier bieten kann, steht zu Ihren Diensten. Man könnte mir hier einiges bieten. Ich werde sofort in die Küche gehen. So, da wäre was zum Trinken. Bitte. Oh. Wasser? Ja, bitte. Schon wieder? Ja, bitte. Das ist bei uns so Brauch. Wasser zur Begrüßung. Aber Euer Gnaden haben doch selbst geschafft. Nicht bitte. Ich lasse gleich Wein bringen. Den besten. Aber nur, wenn Sie ihn selbst kredenzen. Ja. Was soll ich bitte? Frau. Frau. Was bitte? Ja, ein Lösegeld, bevor ich dich hier freilasse. Oh. Hast du am Ende Angst vor mir? Nein, aber fürchten tue ich mich. Außerdem habe ich jetzt bitte gar keine Zeit. Erst um 8 Uhr, beim Osterfeuer. Herr
Rittmeister, meine Gehorsams, wir haben es. In einer Viertelstunde können wir fahren. Nun, wie habe ich das gemacht? Dummkopf. Das ist aber sehr ungerecht, Herr Rittmeister. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann sitzen wir bis morgen früh hier fest. Bis morgen früh, sehr richtig. So lange bleiben wir auch. Ja, da muss noch ein zweites Rad kaputt gehen. Von mir aus auch drei oder vier. Nur muss die Reparatur die ganze Nacht über dauern. Verstanden? Ja, ich hab's ja sowieso nicht so eilig. Muss ja noch etwas erledigen heute. Nach 8 Uhr. Auf Ihr Wohl, Baronin. Behalten Sie uns in gnädigem Andenken, Majestät. Aber wir sind ja noch gar nicht beim Abschied. Doch, der Verwalter hat mir gemeldet, dass das Rad leider schon ausgetauscht ist. Das freut mich. Dass Sie weiterreisen können? Nein, dass Sie leider gesagt haben. Noch ein Glas? Nein, nein, danke, jetzt nicht. Wir haben ja noch den ganzen Abend vor uns. Den Abend? Ja, was sagen Sie zu meinem Pech, Baronin? Ich muss nun doch bei Ihnen übernachten. Aber das Rad ist... Ein unglaublicher Zufall. Während man das eine Rad ausgetauscht hat, ist plötzlich ein zweites gebrochen. Das freut mich. Mein Pech? Nein, dass wir dieses Glück haben, dass der Kaiser bei uns... Kein Wort mehr vom Kaiser. Sonst muss ich sofort gehen. Nein, bitte. Ich kann nur unter der Bedingung bleiben, dass Sie nicht die Majestät einladen, sondern... Sondern? Sondern dem Mann, der vor Ihnen steht. Er ist eingeladen, Majestät. Aber schon wieder Majestät. Ja, wie soll ich denn sonst sagen? Wenn die Einladung nur dem Mann gilt, dann dürfen Sie ihn auch nie anders nennen, als nur einfach bei seinem Vornamen. Nicht anders als Josef. Herr Rittmeister, ich will gehorsamst, das zweite Rad vom Wagen ist soeben gebrochen. Esel! Wieso, Herr Rittmeister, haben doch selbst gesagt... Aus! Das ist ja eine sonderbare Geschichte. Wieso? Entweder hat der Kaiser geschwindelt oder er kann in die Zukunft sehen. Der Kaiser nicht. Nur der Mann. Der Mann? Den Sie eingeladen haben. Dieser Mann Josef hat ihm sofort gewusst, dass er unmöglich weiterreisen kann, bevor zwei Räder zerbrochen sind. Bevor er Ihnen gesagt hat, wie sehr Sie ihm gefallen. Aber Josef. Aber Franz! Bitte, Herr Meister. Ist denn das Bett noch nicht fertig? Ich bin müde. Das macht die Landluft. In ein paar Tagen wird sich Euer Majestät schon viel wohler fühlen. Möglich. Jetzt möchte ich erst einmal ins Bett. Ja, aber Herr Rittmeister Kleber ist noch nicht da. Deswegen kann ich doch schlafen gehen. Leider nicht. Ich habe nämlich kein Nachthemd für Euer Majestät. Was hat der Kleber mit meinem Nachthemd zu tun? Majestät haben Herrn Rittmeister beauftragt, mit dem Wagen vorauszufahren. Auf den Wagen sind die ganzen Koffer und in den Koffer ist das Nachthemd. Ja, ich kann nichts dafür, dass wir den Herrn Rittmeister nicht getroffen haben. Aber das sind doch Koffer. Das ist das Gepäck von Herrn Rittmeister. Das war wieder auf unseren Wagen. Dann mache einen von seinen Koffern auf und gib ein Nachthemd von ihm. Majestät, könne doch nicht in einem Nachthemd von der Adjutant. Warum denn nicht? Wenn der Kleber heute Abend nur meine Koffer hat, schlaft der gewiss in meinen Nachthemd. Bitte? Bitte? Ich habe einen Riesenhunger. Ja, die Etikette. Müssen sich nicht Eure Majestät zuerst... Bitte noch einmal das Wort Majestät und ich gehe sofort aus dem Haus. Trotz meines Riesenhungers. Und übernachte im Stall. Aber Majestät... Josef! Bitte, Josef. Na, endlich. Was ist denn das? Paprika. Kennt man das in Wien nicht? Ja, wir kennen manches in Wien nicht. Aber ich bin ein sehr wissbegieriger Schüler. Wir essen die Paprikaschoten als Beigabe. Sie machen Appetit. Appetit? Noch mehr Appetit, als ich schon habe? Das ist ja Gift. Ja, es brennt nur ein bisschen, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Schnell, trinken Sie. Das brennt ja wie Feuer. Feuer löscht man am besten mit Wasser.
werde Ihnen zeigen, womit man das löscht. Vorsicht! Ostern ist noch nicht vorbei. Wo wollen Sie denn hin? Die Paprikaschoten hinausbringen. Ich glaube, Sie sind imstande, noch öfter hineinzubeißen. Ach, du bist es. Das ist aber nett, dass ich dich hier finde. Komm, Bussi. Nein. Sag, ist das dein Zimmer? Aber nein, das ist doch das Zimmer von der gnädigen Frau. Ich schlafe unten, im Gesindehaus. Ist mir auch viel lieber. Du. Aber Bussi, komm! Sag, wer spielt denn da, hä? Unsere Zigeuner im Wirtshaus. So. Hörst du? Ja. Schön. Nicht wahr? Ja. Weißt du, wenn ich so schöne Musik höre, werde ich immer ganz schwach. Da können deine Arme zu mir haben. So? Komm. Freuen Sie sich, Christine? Soll ich mich nicht freuen? Die große Welt kommt hier. Meine kleine Einsamkeit sitzt an meinem Tisch. Und nicht nur die große Welt. Auch ein großer Mann. Ein ganz großer Mann. Ich bin kein großer Mann, Christine. Ich weiß. Ich sage es ja auch keinem. Ich getraue mir kaum, mir selbst etwas davon zu sagen. Aber träumen darf ich wohl davon. Die kleine Bäuerin aus Siebenbürgen wird immer von diesem Abend träumen. Auch ich, Christine, werde diesen Abend nie vergessen. Nie ist ein großes Wort. Bald sind Sie in Wien. Viele Menschen werden sich um Sie bemühen. Viele Frauen. Und Sie, Christine? Bemüht sich um Sie kein Mann? Ich habe meine Pflichten. Ich führe das Gut seit 2 Jahren ganz allein. Die Bauern sagen, man merkt es gar nicht, dass in diesem Haus kein Mann ist. Das Haus mag ja auf einen Mann verzichten können. Aber das Herz? Auf das Herz darf man nicht immer hören. Unsere Zigeuner. Mein Lieblingslied. Ach, Verzeihung. Aber singen Sie doch. Bitte. Ihr kennt nicht die breiten grünen Felder, da wie wir. Ihr kennt nicht den weiten blauen Himmel, da wie wir. Wenn die Natur in Wald und Flur ist viel, viel schöner als bei euch. Tausendweigen klingen durch die Nacht an unseren, und bis zu den Sternen steigt ein altes Liederchor. Es jubiliert und musiziert auf allen Zweigen im Gestreut. So müsst es bleiben für alle Zeit. Dann könnte nicht das Glück vertreiben, es müsste bleiben in Freud und Leid. Heute soll nur die Fröhlichkeit auf unseren Liedern erklingen. Sehr schön. Erzählen Sie doch etwas von Wien. Was gibt es dort Neues? Nur Altes. Viel Staub und noch mehr Kalk an den Wänden und vor allem hier. Nein, lachen Sie nicht.
Sehen Sie, Christine, ich bin wochenlang durch Ihr Land gefahren und jetzt weiß ich, was ich entbehren muss. Hier ist alles gesund und natürlich. Die Menschen, die Berge, die Wälder, man spürt, wie alles lebt. Und bei uns in Wien? Die Menschen wagen nicht einmal richtig zu atmen aus Angst, sie könnten dabei eine schlechte Figur machen. Ach, was gebe ich drum, wenn ich nicht mehr dort sein müsste. Sie möchten fort vom Hof? Ja, am liebsten in irgendeine kleine Garnison an der Grenze, als einfacher Offizier. Und wer soll inzwischen den Staat regieren? Den regieren bei uns ohnehin 20 zu gleicher Zeit. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott und das Ganze nennt man die große Politik. Und außer der hässlichen Politik gibt es nicht... Doch, einen neuen Tanz, einen Walser de Pas. Einen neuen Tanz? Soll ich ihn Ihnen zeigen? Bitte, ja. Ja, die Damen stehen hier in einer Reihe und hier die Herren. Die Herren machen eine Verbeugung, Damen einen Knicks. Ja? Na, bitte. Ach so. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ohne Musik? Musik? Aber natürlich, wir haben hier Musik. Bitte. Schön. Eine kaiserliche Uhr. Ich weiß. Rum. Rum. Augenblick. Zu dem Lied gibt's auch einen sehr hübschen Text. Ja? Mhm. Frühling in Wien, Frühling in Wien, drum ist der Himmel so blau. Drunten im Park blüht der Jasmin, komm doch mit mir, schöne Frau. Von den dichten Hecken und Büschen verdeckt steht ein Pavillon dort für uns zwei versteckt. Und auf allen Wegen dorthin blüht der Jasmin. Das ist der Frühling in Wien. Ach, immer im schönsten Augenblick. Aber das gehört doch zum Tanz. So tanzt man in Paris. Oh. Frühling in Wien, Frühling in Wien, drum ist der Himmel so blau. Drunten im Park blüht der Jasmin, komm doch mit mir, schöne Frau. Von den dichten Hecken und Büschen verdeckt steht am Pavillon dort für uns mal versteckt. Und wo tanzt man so? Unter Verliebten. Was bedeutet denn das? Jetzt werden die Mädchen versteigert. Mädchen? Ja, das macht man hier zu Ostern. Wer am meisten bietet, dem gehört das Mädel. Nur mit ihm darf es heute Nacht tanzen. Ach, da biete ich mit. Ah, oh, da kommen sie zu spät. Man hat schon angefangen, ohne uns. Ihr Diener lässt sich sein Vergnügen etwas kosten. Schade, dass ich Sie nicht versteigen kann. Bitte. Alles, was Sie wollen. So viel. Und noch mehr. Ha ha ha!
Entschuldigung. Ein Urteil in jedem Bogen muss früh aufstehen. Warte mal. Christine! Du müsstest bleiben, denn die alle Zeit. Ach, guten Morgen, Anton. Ja, Anni, mein Däumchen. Hier, mein Schatz. Ja, sag, ist das nicht zu viel? Hm? Nein, du hast es verdient, Anton. Außerdem musst du wieder bei Kräften sein, bis der Peter kommt. Wer ist denn Peter? Der Peter. Du, der ist doch so eifersüchtig auf dich. Er hat gesagt, er wird dich furchtbar verhauen. Wenn er die Kühe gemolken hat. Was? Du, stark ist der Peter, sag ich dir. Und so riesenstark und feurig ist er. Herr Rittmeister. Also, was ist denn geschehen? Herr Rittmeister, ich glaube, ich meine, wir müssen sofort weg. Was ist Nachricht gekommen? Hat der Kaiser... Ja, nein. Also heraus mit der Sprache, war ein Kurier da? Ja, nein, ich kann das so genau nicht sagen, nur ich fürchte... Ja, du hast recht, der Kaiser wird unruhig sein. Lass sofort anspannen. Ja, ich lass sofort anspannen, wir bleiben nicht eine Sekunde länger in diesem Haus. Leider. Zeig mir bitte. Ist er noch immer bei Melvin? Ja. Ein Glück hat der Junge. Majestät. Ich bitte dich, heul doch nicht so, ja? Wir kommen ja wieder. Ja. Bitte noch eins. Noch eins, ja. Der nächste Supplikant. Eurer Majestät, aller untertänigster Diener, bittet um allerhöchsten Entscheid in einer Erbschaftsstreit. Da komme ich schon näher. Was hat denn da für eine schöne Uhr? Ein feines Stück. Echte Veroneser Arbeit. Was will er denn dafür haben? Ich... Hans! Majestät.
Die werden $2. Bitte schön. Aber mein Erbschaftsstreit, Majestät. Richte eine Eingabe an meine Kanzlei. Eingabe machen. Eingabe. Eingabe machen. Kleber, endlich. Warum ist denn gesteckt? Wenn die Gehorsamsmajestät ein Radbruch. Ich war verzweifelt. Na, verzweifelt schauen Sie nicht gerade aus. Zum größten Unglück befand sich das ganze Gepäck eurer Majestät auf meinem Wagen. Dafür waren Ihre Koffer bei meiner Bagage. Ihre Majestät hatten ja nicht einmal ein Nachthemd. Doch. Ich habe mal eins von Ihren genommen. Zu Befehl, Majestät. Und ich eins von Ihren. Was haben Sie gedacht? Kleber, schauen Sie jetzt rasch nach dem Wagen. Wir müssen Mittag weiterfahren. Wieder zurück? Ja, mein Lieber. Zurück nach Wien. Die Prinzessin ist abgereist. Die Luft ist rein. Majestät bleiben ewig jung. Ja, nur die Falten, die werden langsam alt. Wenn der Majestät kommt. Na, der wird schauen. Majestät, ich komme mir wie ein Schulbub vor, der was ausgefressen hat. Wieso? Ja, schließlich hab doch ich zu der Reise geraten. Haben Sie keine Angst, Kleber. Die Landluft hat ihre Wirkung getan. Jetzt wird's nach meinem Willen gehen. Zu Befehl, Majestät. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Josef. Mama. Gut geschlafen, Josef. Gestern war ein anstrengender Tag am Hof. 6 Wochen bin ich verreist gewesen und Sie sprechen mit mir, als hätten wir gestern Abend noch miteinander soupiert. Natürlich spreche ich so, als wärst du nie fort gewesen. Du hast diese Reise angetreten, ohne mir etwas zu sagen, also existiert sie nicht für mich. Ich glaube, das ist für uns beide die beste Lösung. Eigentlich ein reizender Einfall von Ihnen, Mama. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, dass du um 11 Uhr den sächsischen Gesandten empfängst, nicht wahr? Verzeihen Sie, Mama, aber wir waren uns gerade darüber einig, Josef. Es bleibt alles beim Alten. Oh, Herr Rittmeister, was schön in Siebenbürgen. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt dort unten. Und doch schon zurück? Ich hatte Sehnsucht. Nach uns? Nach all den lieben, aufrichtigen Menschen hier bei Hofe. Komm uns, Kleber. Man erwartet uns bereits. Schon heute Audienzen, Majestät? Ja, und wissen Sie, wer als erster kommt? Der sächsische Gesandte. Der sächsische Gesandte? Die ganze Reise nach Siebenbürgen war umsonst. Oh nein, Majestät. Ich glaube, es gibt in Siebenbürgen manchen, der sein Leben lang an eure Majestät denken. Das Herz tut mir im Leib zerspringen. Komme doch und sag mir's wohl, wie ich mich erhalten soll. Komme doch und sag mir's wohl, wie ich mich erhalten soll. Genehmigt. Zurückgestellt. Abgelehnt. Was ist das? Ich sehe dich noch immer, wie du an jenem Tage plötzlich vor mir standest. Jung, stark, schön. Na, der Brief kann doch nicht für mich sein. An seine Majestät Josef. Na, das ist ja eine schöne Geschichte.
Majestät sind empört, nicht wahr? Vor allem darüber, wie dieser Brief an meinen Sohn hierher kommt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, Majestät. Sie haben den Brief gelesen. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, Sie eifersüchtiges Frauenzimmer? Ja, ich dachte nur, dass Eure Majestät... Na? Dass es auch für Seine Majestät besser ist, wenn... Es war eine plötzliche Eingebung von ihm. Ich habe ja nur das Beste gewollt. Das haben Sie ja wohl auch. Es fragt sich nur für wen. Ich brauche Sie nicht mehr, Gräfin. Danke. Teufenbach. Soll ich den Brief dem Kaiser tragen? Nein, lassen Sie uns erst weiterlesen. Ich werde es nie bereuen, was geschehen ist, was auch kommt. Ich will nichts anderes von dir als ein paar Worte der Erinnerung. Ich will nur wissen, dass auch du noch an mich denkst. Nach dem Brief muss das eigentlich eine tapfere junge Frau sein. Alles klingt so echt. Vielleicht ist es diesmal die richtige, Majestät. Könnte schon sein. Er ist auf einmal anders. Er opponiert mir sogar. Teufenbach, ich muss diese Frau kennenlernen. Majestät wollen auch nach Siebenbürgen? Aber warum? Sie kann doch herkommen, vielleicht als Hofdame. Hofdame? Ja, wäre es dann nicht vielleicht besser, mehrere Damen einzuladen, zur Auswahl? Sie denken wieder an den Klatsch. Nur meinetwegen machen Sie, was Sie wollen, aber sie muss nach Wien. Ich muss nach Siebenbürgen. Ich bitte Eure Majestät gehorsamst um Urlaub. Es ist unaufschiebbar. Wohl eine Familienangelegenheit? Jawohl, Majestät, und diesmal eine sehr schwierige. Ein alter Onkel ist wohl wieder zum Sterben krank. Im Gegenteil, Majestät. Also jung und sehr lebendig? Majestät. Reisen Sie nur, Kleber. Schaut, dass ich diesmal nicht mit Ihnen fahren kann. Man schläft dort unten so gut. Und wie, Majestät? Also, gute Reise. Christine! Anna! Anna! Ja! Aus den Achtern! Du sag, wo ist dieser Peter? Er merkt. Noch immer? Ja. Hab ich ein Pech? Ja. Jack, haben die ihr Wort gehalten? Christine! Majestät, lassen Sie den Unsinn. Wo ist die Frau Baronin? Die Frau Baronin ist doch in Wien. In Wien? Majestät. Vorwärts hinauf auf den Bock. Zu Befehl. Anton! Anton! Wir fahren sofort zurück nach Wien. Also los! Ihre Majestät, die Kaiserin heißt die Damen aus Siebenbürgen gnädigst willkommen. Nunmehr geruht Ihre Majestät, die Damen zu empfangen, einzeln. Bitte? Wieso Sie? Sie haben hier zu warten. Warum? Geht es hier nach dem Alter? Nein, nach dem Rang. Exzellenz, die Rangliste. Als Erste wünscht Ihre Majestät die Baronin Christine von Alwin zu sehen. Bitteschön. Allein. Christine von Alben. Kommen Sie näher. Sie stehen nicht sehr fest auf den Beinen, mein Kind. Majestät! Stehen Sie auf. Danke, meine Dame.
mein Brief. Heilige Jungfrau. Lass uns die heilige Jungfrau aus dem Spiel. Die hat mit solchen Sachen nichts zu tun. Ich möchte in den Boden versinken, Majestät. Haben Sie keine Angst. Das ist noch niemandem gelungen. Majestät, verachten mich. Meinen Sie, dass Sie dann hier wären? Majestät, verstehen mich also? Na, bis auf das Tempo. Das ist ja wirklich ein bisschen rasch gegangen. Ich liebe ihn. So, Sie lieben den Kaiser? Nein, ich liebe Josef. Ja, aber der Josef ist ja nun mal der Kaiser. Für mein Herz ist das gleich, Majestät. Und für Ihren Verstand? Da wäre es besser, wenn er nicht der Kaiser wäre. Aber Sie haben sich schließlich doch damit abgefunden, ne? Ja, seit ich weiß, dass er mich nicht vergessen hat, dass er mich zu sich nach Wien gerufen der hat. Der Josef? Der weiß doch gar nicht einmal, dass Sie in Wien sind. Warum bin ich dann hier? Sehr einfach, weil ich Sie habe kommen lassen. Ich wollte wissen, wie die Frau aussieht, die meinem Sohn solche Briefe schreibt. Das ist eine große Überraschung für mich, Majestät. Trösten Sie sich. Auch für den Kaiser wird es eine sein. So eine Überraschung ist eine gute Probe für alle beide. Das ist doch unmöglich. Warum? Es ist schon alles vorbereitet. Der Kaiser wird heute Abend den Ball besuchen, den ich für die Damen aus Siebenbürgen veranstalte. Eine von ihnen wird mit dem Kaiser den Ball eröffnen und diese eine werden Sie sein. Ich? Ich soll mit dem Kaiser tanzen? Ach, nur der erste Schritt macht Schwierigkeiten, meine Liebe. Und der ist doch, wenn ich mich nicht irre, schon getan. Mein Herz ist so voll, Majestät. Das erzählst dem Kaiser, wenn Sie mit ihm tanzen. Es ist so schwer, davon zu sprechen. Na dann tanzen Sie halt, was Sie fühlen. Sie müssen sich beeilen, meine Liebe. Sobald die Majestät in die Abendtafel aufgehoben und sich umgezogen haben, beginnt Dr. Ball. Nur noch einmal probieren. Ja, bitte. Den Kopf tiefer beugen, bitte. Noch tiefer. Kopf beugen, das fällt uns in Siebenbürgen am schwersten. Das können Sie hier am Hof bestimmt besser als wir. Hast du keine Frage vor dem Fest, Josef? Ich wüsste nicht, Mama. Bist du gar nicht neugierig, mit wem du heute den Ball eröffnest? Ich habe es Ihnen überlassen, Mama. Von Ihren Damen ist mir eine wie die andere gleich. Gleichgültig. Und wenn es eine aus Siebenbürgen wäre? Eine junge, reizende Frau. Dann täte mich auch nicht interessieren. Aber okay, bei ihr hat es mich doch interessiert. Sie werden mysteriös, Mama. Mein lieber Josef, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind, daran habe ich mich schon gewöhnt. Aber dass du nicht einmal so viel Vertrauen zu mir hast, wie das ärmste Weib von ihrem Sohn verlangen kann. Sie sprechen in Rätseln. Du verstellst dich gut, aber es nutzt dir gar nichts. Ich habe sie schon nach Wien kommen lassen. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Christine. Ich kenne keine Christine. Hey, jetzt wird's mir aber zu dumm. Du hast doch bei ihr... in ihrem Haus übernachtet. Okay. Man hat Ihnen ein Märchen erzählt. So? Seit wann schreibt denn ein Märchen Briefe? Und seit wann kümmern Sie sich um die Zustellung meiner Briefe? Ja, der hat sich zufällig auf meinen Schreibtisch verirrt. Das ist ein merkwürdiger Zufall. Bitte, lies. Eine Mystifikation. Jemand anders hat sich für mich ausgegeben. Ich habe in meinem Leben keine Christine gesehen. Du leugnest also noch immer. Aber es ist nichts geschehen, was ich leugnen könnte. Du willst also, dass ich die Probe aufs Exempel mache? Bitte, ja. Also jetzt bin ich schon selber neugierig. Ihre Majestäten!
Seine Majestät geruhen, den Hofball mit Ihnen zu eröffnen, Frau Baronin von Alwin. Musik! Baronin! Kaiser. Was fällt Ihnen ein? Ich kenne den Kaiser doch. Er wollte mich nur auf die Probe stellen. Sie sind gewiss auch ein hohes Tier hier am Hofe. Können Sie mir nicht den Kaiser zeigen? Aber bitte. Teufenbach, die beiden wollen schon allein sein. Aber Majestät, wünschen es doch so. Ja, aber doch nicht so schnell. Sie wissen also sicher, dass ich nicht der Kaiser bin? Todsicher. Haben Sie noch nie ein Bild vom Kaiser gesehen? Doch, wir haben eins auf dem Gut. Hm? Seine Majestät, das kleine Hosenmatt, höchstens 4 Jahre alt. Das tut allerdings kaum die richtige Vorstellung vom Kaiser geben. Nun, für wen halten Sie mich? Das muss ich erst sehen. Stehen Sie mal stramm. Soldat sind Sie keine. Was bin ich denn? Noch vielleicht Diplomat. Das scheinen Sie zu verstehen. So. Ach, das müssen Sie mal meiner Mutter sagen. Seine apostolische Majestät, Kaiser Josef II. Majestät. Ja, aber Baronin. Ja. Wie hat denn der Bursch eigentlich ausgeschaut? Schön, stark, männlich. Mit einem Wort das vollkommene Gegenteil von mir. Ja, diese Betrüger, diese elende Betrüger. Wir haben sie denn so lieb gehabt. Jetzt auch noch? Nein, jetzt hasse ich ihn. Ach. Das ist manchmal fast dasselbe. So ein Schwindler! Nun nein, das ist doch nicht. Na Josef, jetzt scheinst du dich schon besser zu erinnern. Ich muss Sie enttäuschen, Mama. Ich sehe die Baronin Alwin heute zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, es war nicht seine Majestät. Majestät. Ein Betrüger war's. Irgendjemand hat meinen Namen missbraucht. Ein Doppelgänger? Ah, da legst du nieder. Ich sterbe vor Schande, Majestät. Ich gehe in ein Kloster. Ach was, Sie sind nicht die erste Frau, die einen Mann für mehr gehalten hat, als sich noch herausgestellt hat. Da müssen ja die Klöster alle überfüllt sein. Ich werde Ihrem Obergespann Befehl geben, die Verfolgung des Betrügers aufzunehmen. Er wird die ganze Schwere des Gesetzes zu spüren bekommen. Er verdient es auch. Was kann ihm geschehen, Majestät? Ich lasse meinen Kopf kürzer machen. Um Himmels Willen! Na, sehen Sie, meine Liebe, wohin das führt. Jetzt verliert er seinen Kopf, weil Sie so rasch den Ihren verloren haben.
Ich will nach Hause, Majestät. Na, langsam, langsam. Wenn schon einmal hier sind, dann könnten Sie eigentlich bleiben. Langsam, langsam. Wenn schon einmal hier sind, dann könnten Sie eigentlich bleiben. Ich will wirklich eine Siebenbürgerin als Hofdame. Sie könnten Ihren Dienst gleich antreten. Das heißt, wenn es meinem Sohn recht ist. Er klagt immer, dass ich mich nicht um seine Meinung kümmere. Jetzt soll er entscheiden. Na, Josef, was meinst du? Ich glaube, Mama, ausnahmsweise sind wir einmal einer Meinung. Meine Herren, Seine Majestät verschiebt alle weiteren Audienzen auf morgen. Auch die Vorsprache des sächsischen Gesandten? Selbst die, Exzellenz. Die Reitpferde für Seine Majestät, sofort. Die Reitpferde für Seine Majestät, sofort. Ist das Neues, Baron? Eine Sensation. Majestät reiten aus. Oh. Und daran bin ich schuld. Sie, meine Liebe, Sie reiten doch niemals mit. Ja, aber ich habe doch die Person hergebracht. Ach, weiß das der Kaiser? Er wäre Ihnen gewiss dankbar. Was nur der Kaiser an ihr findet? Eine ungebildete Landpomeranze. Sie spricht auch nicht eine fremde Sprache. Sie redet ihre eigene Sprache. Das ist scheinbar ein neuer Reiz für den Kaiser. Schon zurück? Ja. Bitte melde mich bei seiner Majestät. Ja. Ja, Kleber! Eine Frage, bitte. Bitte? Haben Ihnen in Siebenbürgen nicht die Ohren geklungen? Leider nein. Ich war in größter Eile und dann musste ich gleich wieder umkehren. Sie hatten wohl wieder Sehnsucht nach uns. Ja, ich hatte Sehnsucht. Nach wem? Da werden Sie überrascht sein, lieber Freund. Es hat sich manches geändert, während Sie fort waren. Neue Gesichter, neue Anschauungen. Wirklich? Und einen Kaiser, der einfach nicht wiederzuerkennen ist. Herr Rittmeister von Kleber zu seiner Majestät. Ach, ein hübscher Mann. Ich werde ihn heiraten. Hat er denn schon um Ihre Hand angehalten? Nein, das gerade nicht. Aber das liegt ja nur an mir. Ah. Zweifeln Sie etwa dran? So schnell hat der Onkel das Zeitliche gesehen, Kleber? Wenn Majestät die Gnade hätten, mich anzuhören. Nein, jetzt nicht. Ich bin in Eile. Sonst werden mir die Pferde unruhig. Majestät reiten aus. Warum denn nicht? Allein? Nein, Kleber. Mit der reizendsten Frau, die zurzeit in Schönbrunn wohnt. Also in 2 Stunden. Zum Befehl, Majestät. In 2 Stunden. Ist das die Uhr mit dem Spielwerk? Jawohl. Das kostbare Geschenk, Eure Majestät. Ich hätte eine Bitte. Möchten Sie mir die zurückgeben? Majestät, die Uhr ist mir sehr lieb geworden. Es hängt eine sehr schöne Erinnerung daran. Ja, für mich auch. Bitte, Majestät. Danke. Sie bekommen eine viel wertvollere. Also bleiben Sie für alle Fälle im grünen Salon. Oder? Feldblumen. Aus Lachsenburg. So viel Mühe, meinetwegen. Ich habe es gern getan. Die Wiesen in Lachsenburg erinnern mich an Siebenbürgen. Manchmal, wenn ich die Leute jetzt auf den Feldern sehe, dann denke ich an meine Bauern. Und wie sie abends singen und spielen. Mit ein paar Takten sagen sie alles, was ein Herz nur fühlt. Ganz leicht wird einem dabei. Und wenn man vorher noch so traurig war. Dann ist mir viel entgangen in Siebenbürgen. Ihr habt nichts davon gehört. Ihre Majestät, die Kaiserin. Störe ich dich, Josef? Sie haben mich überrascht, Mama. Du hast mich überrascht, Josef. Du hast dem sächsischen Gesandten die Audienz abgesagt. Ja, ich muss mir das neue Memorandum noch überlegen. Verzeih, aber seit wann überlegst du beim Reiten? Ich bitte Sie. Man hat in Berlin neue Pläne mit Sachsen. Wir müssen den anderen zuvorkommen. Ich habe dem sächsischen Gesandten gesagt, dass du doch mit ihm sprechen wirst. Er frühstückt bei mir und du kommst wie durch Zufall dazu, eben wie von einem Ausritt. Sie hören, meine Liebe, Sie müssen mich entschuldigen. Schade, heute wäre so ein herrlicher Tag. Sie sollen auch den Tag genießen. Soll ich allein reiten? Nein, ich hätte Ihnen sogar einen sehr viel besseren Reiter besorgt. Franz. Majestät? Den Rittmeister von Kleber. Mein Adjutant hat sich heute zum Dienst zurückgemeldet. Sie werden mit ihm zufrieden sein. Majestät? Sie haben Glück, mein Lieber.
Ihr erster Dienst ist eine Stellvertretung. Sie müssen, das heißt, nein, Sie dürfen mit unserem Gast aus Siebenbürgen ausreiten. Jörg, Chris, genießen Sie den schönen Morgen, Baronin. Majestät, das... Nur noch ein Wunsch? Nein, Majestät. Was sagen Sie zu Ihrem Bräutigam? Sind Sie nicht eifersüchtig? Eine alberne Gans. Ich bin so glücklich, Christine, dass wir uns endlich wiedersehen. Jetzt, auf einmal. Und die langen Wochen bis heute? Christine. Kein Wort, kein einziges Zeichen der Erinnerung. Ich konnte nicht schreiben, Christine. Du kennst diesen Hof nicht. Es gibt tausend Intrigen. Die Briefe werden überwacht. Warum sind Sie da nicht selbst gekommen? Ich war ja wieder in Siebenbürgen. In deinem Zimmer bin ich gestanden. Erst dort hat man mir gesagt, dass du nach Wien gefahren bist. Nach Wien, Christine. Um mich hier zu suchen. Sie irren sich, Herr Rittmeister. Ich wollte nicht zu Ihnen nach Wien kommen. Zu wem sonst? Zu dem Mann, den Sie so schändlich getäuscht haben. Zum Kaiser. Ich gehe noch heute zum Kaiser und gestehe ihm alles. Das ist es jetzt zu spät. Zu spät? Liebst du mich nicht mehr? Ich liebe Josef. Christine. Aber den echten. Dann hast du mich nie geliebt. Auch damals in Siebenbürgen nicht. Dann war es immer nur der Kaiser und nicht ich. Und wenn es so wäre? Störe ich? Sie stören nicht, Gräfin. Hatten Sie einen Auftritt mit dem Rittmeister, liebste Freundin? Nein. Danke. Ach ja, Josef ist ein gefährlich hübscher Mann. Josef? Ja, für mich ist der Rittmeister von Kleber einfach Josef. Sie verstehen doch. Das ist ja nicht schwer. Einen solchen Don Juan kann man nur auf eine Art unschädlich machen. Man muss ihn heiraten. Ich werde mich also opfern. Aber Sie reden vorläufig nicht darüber, nicht wahr? Es ist noch unser Geheimnis. Warum erzählen Sie es mir dann? Damit Sie es rechtzeitig wissen, meine Liebe. Wenn Sie mich schon beim Kaiser verdrängt haben... Dieser Josef gehört mir. Dieser Josef interessiert mich nicht im geringsten, Gräfin. Er ist Luft für mich. Einfach Luft! Siebenbürgen. So plötzlich? Ich denke, Sie wollten ausreiten. Hat Ihnen jemand was getan? Freuen Sie nicht, Majestät. Ich muss fort. Ich halte es hier nicht lange auf. Aber meine Liebe, wenn die Kaiserin diesen Ton hört von ihrer neuen Hofdame. Oh, ich weiß, dass es an diesem Hof sitzt, ist, jedem auf den Mund zu schauen. Ich weiß. Man darf auf all diesen Parketten nicht laut auftreten, weil es sonst Staub gibt. Man kann diese Fenster nicht aufreißen und frische Luft hereinlassen, weil sich die alten Exzellenzen sonst einen Schnupfen holen. Nichts darf man hier tun. Gar nichts. Und wenn man hier nur hustet, fällt gleich ein Stein aus der Krone. Kronen? Wenn uns jemand hört. Oh, jetzt ist es schon gleich. Wenn jemand gelauscht hat, ist er bestimmt längst in Ohnmacht gefallen. Sie haben Courage, mehr als ich. Ist das wahr? Ich habe in Wirklichkeit einen Doppelgänger. Neben dem Kaiser der Mensch. Aber diesen Doppelgänger darf ich nur, wenn niemand dabei ist, kennen. Dann sind Majestät genauso unglücklich wie ich. Ich bin jedenfalls sehr allein, Christine. Und da hat man dann jemanden um sich, der einen versteht. Bleiben Sie doch bei mir, Christine. Herr Majestät, es wirklich wünschen? Ich danke Ihnen. Der Kaiser feiert bald Geburtstag. Vielleicht findet da auch der Mensch
den Mut, ein neues Leben anzufangen. Wer ist mir, seine Majestät? Frau von Alwin. Was haben Sie denn, Christine? Der Mann dort an der Tür sieht jemandem zum Verwechseln ähnlich. Wem? Ihrem Doppelgänger. Kleber? Oh, das ist doch mein Adjutant. Komm uns doch näher, Kleber. Sie haben ihn wohl nicht erkannt. Ich habe ihn zu spät erkannt. Es wäre schade um Ihren Kopf gewesen, Kleber. Nicht wahr? Ja, Majestät. Es wäre zu schade gewesen. Na? Seine Exzellenz, der sächsische Gesandte, wartet im kleinen Audienzsaal. Ist es denn schon Zeit? Jawohl, seine Exzellenz ist bereits bei Ihrer Majestät. Dann fangt also wieder die Politik an. Der Mensch muss sich gedulden.